Servus Elderscrolls-Freunde, willkommen hier zum nächsten Video. Ich habe richtig gute Neuigkeiten für euch, denn das nächste Event wurde angekündigt, das Hexenfest. Beginnen tut es am Freitag, den 20. Oktober, schon diese Woche um 16 Uhr und endet am Mittwoch, den 1. November um 15 Uhr. Das Event gab es einmal schon letztes Jahr, aber keine Panik, es wurden neue Sachen hinzugefügt, dass es auch für die Spieler, die letztes Jahr das Event schon spielen konnten, nicht langweilig wird. Was bekommen wir wie immer? Einmal natürlich einen Trank, der uns 100% mehr Erfahrung gibt, ist stackbar mit den Ambrosia-Tränken. Das heißt, wir haben hier sehr viel mehr Erfahrung und können umso schneller unseren Charakter oder unsere Fertigkeiten nach oben leveln. Dann können wir natürlich eine Verwandlung ergattern, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel kleinere Gegenstände für unser Heim. Aber dazu kommen wir dann später nochmal genauer. Wie funktioniert das ganze Event? Wie kommen wir da einmal ran? Und zwar im Kronenshop wird ein Krähenrufer verfügbar sein. Der ist kostenlos, den könnt ihr euch einfach anklicken und kaufen sozusagen. Und dann, wenn ihr den einmal im Inventar anklickt, startet eine Quest, Tauschhandel der Hexenmutter. Der Hexenmutter müsst ihr dann einen Kürbis, Innereien und einmal eine Essenz des Todes eines Gewölbesanführer bringen und dann wird ihr etwas euch geben und das ist einmal die Pfeife der Hexenmutter. Und wenn ihr diese Pfeife aktiviert unter der Sammlung, dann erscheint vor euch ein Hexenkessel und aus diesem Hexenkessel könnt ihr draus trinken, bekommt dann 100% Erfahrung und werdet dann einmal in ein Skelett verwandelt. Die Verwandlung hält dann insgesamt 2 Stunden an mit dem Trank. Und danach geht das Ganze ganz normal wieder weg. Wichtig für die Leute, die letztes Jahr schon an diesem Event teilgenommen haben, die müssen diese Quest nicht nochmal machen. Die gehen einfach in die Sammlung, nehmen diese Creme-Pfeife raus und haben dann gleich schon diesen Bonus. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommt man diese Gegenstände, die euch die Hexenmutter verspricht? Und zwar gibt es sogenannte Plündererschädel und in diesen Plündererschädeln, das ist ein Beutel, bekommt ihr dann verschiedene Sachen, was die Hexenmutter verspricht. Wie bekommt man an diese Plündererschädel ran? Das ist ganz einfach und zwar muss man einfach Bosse töten. Es ist egal, ob ihr in ein kleines Gewölbe reingeht, ob ihr in einen Gruppenverlies reingeht und irgendeinen Boss tötet. Öffentliche Verliese funktioniert es in Prüfungen, in der Drachenstern-Arena geht es natürlich auch. Dunkle Anker in den Kisten, überall dort könnt ihr Plündererschädel finden und wenn ihr diese dann öffnet, haltet ihr eine kleine Belohnung. Kommen wir einmal kurz zu den Belohnungen, was ihr dort erhaschen könnt in diesen Plündererschädeln. Als allererstes Kapitel oder das Buch des Handwerksstils der Kürbisfratze, das gab es schon letztes Jahr. Eine Runenkiste, in der ihr dieses Mal eine Maske erhaltet. Die Kürbisgeistermaske, Vogelscheuchengeistermaske, Kürbisfratzengeistermaske, Dickichtgeistermaske. Das sind 4 verschiedene Masken und ich glaube, letztes Jahr gab es nur 2 Masken. Das heißt, es wurde hier auf jeden Fall nochmal erweitert, dass die Spieler, die letztes Jahr das spielen konnten, auch dann noch dieses Jahr etwas rausholen können. Dann gibt es die Hexenrezepte. Ob da jetzt neue dazugekommen sind, bleibt abzuwarten. Das steht jetzt nicht auf der Seite drauf. Dann ebenfalls etwas Neues und zwar gibt es Einrichtungsgegenstände und Blaupausen für unser eigenes Heim. Das ist auf jeden Fall auch neu, weil das gab es natürlich letztes Jahr im Herbst noch nicht. Und dann gibt es noch das Stilmaterial für Handwerksstile. Und zu guter Letzt können wir uns dann noch kleinere Gegenstände, das würde ich sagen, ist so eine Niete bekommen, Würmer, Krabbler, Innereien, die sind halt eben auch noch dabei. Ja, das war es soweit natürlich dann für dieses Event. Wie gesagt, das geht am Freitag los, endet am 1. November, ist auf jeden Fall cool. Ich hoffe, ihr bekommt die Sachen raus, die ihr haben wollt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.